Willkommen zu einem weiteren Video über das Internet der Dinge im Erasmus Plus EarnCom 4.0 Projekt. Heute erfahren Sie mehr über sogenannte Smart Glasses. Smart Glasses verwenden ein auf niedriger Leistung basierendes Laserlicht, das Bilder direkt in das Auge des Trägers oder der Trägerin projiziert. Stellen Sie sich vor, Ihre Brille könnte Sie zu Ihrem Ziel navigieren. Navigationsgeräte oder GPS sind nicht mehr notwendig. Dank der Smart Glasses kennen Sie den Weg, denn diese zeigen Ihnen die Route direkt vor Ihrem Auge an. Auch die Uhrzeit und das Wetter können angezeigt werden und all diese Informationen werden direkt vor Ihrem Auge dargestellt. Damit Ihre Brille Ihnen die Informationen anzeigt, die Sie brauchen, können Sie sie vorab auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Sobald Ihre Brille dann mit dem Internet verbunden ist, zeigt sie Ihnen die gewünschten Infos an. Es gibt bereits einige Smart Glasses auf dem Markt, die all das und noch mehr können. Wie können Smart Glasses im Bildungsbereich eingesetzt werden? Im Lernprozess sind zwei Dinge besonders wichtig: Interaktion und Erkenntnis. Gerade mit dem Einsatz von smarten Technologien können Lernerfahrungen noch mehr auf persönliche Bedürfnisse abgestimmt werden, als es zum Beispiel durch E-Learning möglich ist. Beim E-Learning wird zwar auch mit digitalen Werkzeugen und Inhalten online gearbeitet, smarte Geräte wie zum Beispiel smarte Brillen aber können über eine drahtlose Verbindung miteinander kommunizieren. Je nach bestimmten Voreinstellungen führen smarte Geräte die Befehle der Voreinstellungen aus. Wenn zum Beispiel Lernende und Unterrichtende Smart Glasses tragen, können die Lernpräferenzen in den Smart Glasses angezeigt werden. Dies ist möglich, da die Geräte durch bestimmte Voreinstellungen miteinander kommunizieren können. Besonders bei großen Klassen, wo oft nicht viel Zeit für Einzelgespräche möglich ist, kann das sehr nützlich sein. Die Idee dahinter ist, dass Unterrichtende fortlaufend Feedback zum Unterricht erhalten und so die Effizienz des Unterrichts verbessert werden kann. Denn smarte Geräte sind eben in der Lage, Informationen untereinander auszutauschen. Dies wiederum ist durch die Kommunikation der Geräte über eine drahtlose Verbindung möglich. So können Unterrichtende durch das Feedback in Echtzeit den Unterricht anpassen und ausloten, wie gut die Lernenden dem Unterricht folgen können. Dadurch wird eine viel bessere Zusammenarbeit ermöglicht. Mit Smart Glasses könnten Unterrichtende zum Beispiel auch den Konzentrationsgrad der Lernenden verfolgen und sofort erkennen, ob Verständnisschwierigkeiten bestehen. Das alles ist möglich, wenn Unterrichtende und Lernende Smart Glasses tragen, die über Wi-Fi miteinander verbunden sind. Die Daten der Lernenden werden über den zentralen Server der Schule an die Unterrichtenden gesendet. Diese können zum Beispiel voreinstellen, auf welche Daten sie zugreifen und welche sie auswerten möchten. Weil die Geräte über das Internet miteinander kommunizieren, ist diese Art des Informationsaustauschs möglich. Smarte Geräte ermöglichen also eine noch intensivere Art des Lernens, als es etwa durch E-Learning möglich ist. Außerdem ermöglichen Smart Glasses es den Unterrichtenden, jederzeit während des Unterrichts Notizen oder Kommentare zu integrieren, vorausgesetzt, dass diese zuvor in das Smart Glasses Betriebssystem eingegeben wurden. So erhalten die Lernenden in den Gläsern ihrer Smart Glasses eine Benachrichtigung, dass es zu bestimmten Themen weitere Informationen gibt, die vor dem Auge dann angezeigt werden können. Diese Informationen werden an den Server und über das Internet an alle Smart Glasses der Lernenden gesendet, wo sie dann Aktivitäten auswählen können. Wir haben bereits gesehen, wie die digitale Revolution unser Leben, die Art des Lernens und Verstehens beeinflusst hat. Smarte Geräte tragen zunehmend zu einem inklusiveren und personalisierteren Lernerlebnis bei. Bleiben Sie dran für mehr Infos über das Internet der Dinge.
Schauen Sie auch das nächste Video und lernen Sie etwas Neues.